Wir stehen vor nichts weniger als einer neuen industriellen Revolution, der fünften industriellen Revolution. Und da spielt die Leasingindustrie eine ganz wichtige Rolle. Über Jahrhunderte haben wir das heutige Wirtschaftsleben optimiert, das der Natur Rohstoffe nimmt, sie verarbeitet und nach dem Gebrauch dann als Müll entsorgt. Das können wir uns nicht mehr leisten. 100 Milliarden Tonnen Emissionen jedes Jahr von der Technosphäre in die Biosphäre sind eine Herausforderung für den Planeten. Beim Thema Carbon weiß das jeder, aber wir merken auch an anderer Stelle, es gibt Ressourcenengpässe. Es gibt aber auch Reputationsrisiken, wenn Sie zu viel neues Material verwenden. Also wir brauchen eine neue Art des Wirtschaftens. Wir müssen Kreisläufe schließen. Das heißt, wir müssen am Ende des Lebenszyklus eines Produktes an seine Inhaltsstoffe wieder drankommen. Deswegen finde ich sehr gut, dass sich das zweite Forum Nachhaltigkeit der Leasingwirtschaft genau damit beschäftigt. Und wenn es jetzt darum geht, Grundstoffe wieder zurückzukriegen oder Zwischenprodukte oder auch das Endprodukt, damit hat sich keiner so richtig beschäftigt. Aber die Leasingbranche ist eine, die das in ihrer DNA hat, zu wissen, wo ihre Produkte sind, die geleasten Produkte, sie am Ende auch wieder zu bekommen. Und von daher kann die Leasingwirtschaft meines Erachtens genau derjenige Spieler sein, der andere zusammenbringt, der ein Gesamtsystem letztlich orchestriert und damit zur Schließung von Stoffkreisläufen in der Wirtschaft beiträgt.